Im Hafen von Hamburg steht momentan eines der modernsten und luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe der Welt, Le Commandant Charcot von der französischen Reederei Bonneau. Ein Luxus-Eisbrecher, der Kurs Richtung Antarktis und Arktis nimmt. Und den gehe ich jetzt einmal anschauen. Meine Kabine ist 20 Quadratmeter gross. Ich finde sie sehr schön ausgestaltet. Ein grosser Vorteil ist aus meiner Sicht, dass es ein separates Bad und WC hat. Gerade wenn man sich miteinander gleichzeitig parat machen muss, beispielsweise fürs Nachtessen, ist das ein riesiger Pluspunkt. Wo ich Verbesserungspotenzial sehe, ist bei der Wahl vom Boden. Da ist ein Teil Teppich. Da wäre doch aus meiner Sicht Parkett zum Beispiel die hygienischere Variante gewesen. Alles in allem machen die Kabinen aber sehr einen guten Eindruck. Wo Le Commandant Charcot ganz sicher punkten kann, ist einerseits beim sehr exquisiten Spa-Bereich mit einem Indoor-Pool, wie es ihn auf so Schiff wahrscheinlich nur ganz selten gibt, und andererseits mit den grossen Fensterfronten auf dem ganzen Schiff, wo extrem viel Licht hineinbringen. Le Commandant Charcot ist ganz sicher eine Reise wert. Es gibt im Moment kein Schiff auf der Welt, das Luxus und Abenteuer in dieser Kombination bietet. Ein Haken hat das Ganze allerdings. Man braucht definitiv ein gut gefülltes Bankkonto. Die Veranstalter geben die detaillierten Preise auf Anfrage bekannt. Für den Mittelstand ist es aber definitiv nichts.